Atommüllabfall. Ich hasse es. Ich hasse Videos. Servus zu einem neuen Video von uns. Zum einen natürlich, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Oder ihr habt mich schon lange nicht mehr gesehen. Zum einen filme ich vieles. Stehe natürlich dann in dem Fall hinter der Kamera und nicht vor der Kamera, wie jetzt im Moment. Vielleicht schaffen wir das ja mal wieder, dass ich wieder öfters vor der Kamera stehe. Werden wir sehen. Heute geht es darum, um dieses komische Ding. Das ist so ein kleiner Solarrechner. So ein, ja, Resteteile-Rechner. Der ist immer gelaufen. Jetzt natürlich nicht mehr. Warum? Wenn man ihn anschaltet, geht er in den Bootloop. Beziehungsweise er bringt nicht mal ein Bild. Das heißt, er läuft 10 Sekunden, 15 Sekunden an, schaltet wieder aus, schaltet wieder an. Und schaltet wieder aus, schaltet wieder aus, schaltet wieder an. Und schaltet wieder aus. Was da jetzt ist, wissen wir nicht. Ich schaue einfach mal, ob das auch wirklich immer noch so ist. Also, angehen tut er schon mal. Schaltet wieder aus, schaltet wieder an. Schaltet wieder aus, schaltet wieder aus. Ja, könnte natürlich mehrere Gründe haben. Software? Wahrscheinlich weniger. Er geht ja nicht mal ins BIOS, er geht ja nicht mal zum Booten über. Bild bringt auch keins, also wird Hardware sein. Alex, kleines Monster, wie man sieht, professionell aufgeschnitten, aufgebogen, zerstört. Nur mal, damit wir so einen überdimensional großen Lüfter da reinkriegen. Ob es der jetzt sein müsste? Ja. Alex. Sehr übersichtlich zusammengesteckt. Nummer eins, was helfen kann, ist einfach mal die Kabel alle ausstecken. Alles abstecken, was an Kabeln existiert. Und neu anstecken. Das probieren wir jetzt mal. Wenn es was hilft, dann haben wir gewonnen. Wenn es nicht hilft, dann müssen wir halt weiter schauen. Ich bin ein Freund davon. Ich warte immer gern. Einfach mal so ein halbes Minütchen warten, wenn alles abgesteckt ist. Und dann erst wieder anstecken. Ah, er geht an. Und er geht wieder aus. Scheiße, er geht wieder aus, also passt immer noch irgendwas nicht. Aber uns wird nichts anderes übrig bleiben. CPU mal abnehmen oder mal den Druck von der CPU runternehmen. RAM könnte ein Problem sein, Netzteil könnte ein Problem sein, das könnte eigentlich alles mal ein Problem sein. Und deswegen muss alles mal raus. Jetzt tue ich einfach mal den Prozessorkühler wieder drauf. Nicht, dass uns der Prozessor gleich durch die Decke geht. Und schauen, ob er einfach so startet. Einen RAM-Riegel dazu, zweiten RAM-Riegel dazu. Bis jetzt läuft er. Das ist doch schon mal gut. Aber Mainboard und Prozessor sind definitiv okay. Heißt, einen RAM-Riegel. Was für mich heißt, Prozessorkühler wieder ab. Yippie! Lüfter geht aus. PC geht wieder an. Also, RAM-Riegel Slot Nummer 1 oder der RAM-Riegel. Hey, mein Schatz. Ja, geht ab und hast einen Fehler gefunden. Was ist der Fehler? 100% wissen wir es noch nicht, aber wahrscheinlich entweder der RAM-Riegel oder der Slot. What? Ja. Der RAM kann nicht kaputt sein. Der dann halt der Slot. Der ist von dir. Cool. Welcher Slot ist kaputt? A1. Vielleicht. Alter Vater. Vielleicht sieht man es ja auch. Also, volle Leistung. Volle Punktzahl. Tolle Leistung. Ich bin stolz auf dich. Ohne Worte. PC ist getestet. Es funktioniert wieder alles. Es lag am RAM.
zusammengebaut, alles gut, alles wunderbar, läuft wie eine Eins. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns nächstes Mal wieder.